Zehntausende Menschen haben ihr Leben verloren. Unermessliches Leid, Zerstörung. Das sind die Folgen dieses brutalen Krieges, den Russland in der Ukraine führt. Die Verantwortung für die Gräuel und das Blutvergießen trägt Russland und die politische Führung in Russland. Russland will der Ukraine ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit nehmen. Russland begeht Landraub in der Ukraine und Russland verletzt fundamentale Prinzipien des Völkerrechts. In einer solchen Situation darf es keinen Zweifel geben, wo wir, wo unser Land, wo Deutschland steht, an der Seite der Ukraine. Da sind wir und da bleiben wir. Vom ersten Tag an haben wir die Ukraine politisch und finanziell unterstützt und militärisch sind wir inzwischen nach den USA der zweitgrößte Unterstützer. Seit einer Woche sind wir auch durch ein bilaterales Sicherheitsabkommen miteinander verbunden und dieses Sicherheitsabkommen wird begleitet durch ein weiteres Paket mit militärischer Ausrüstung und Ausstattung. Hier sind wir in Kliez, einem Standort, an dem ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Und deshalb ist der Hinweis erlaubt, dass auch was die europäische Ausbildungsmission angeht, der Verteidigungsminister Deutschland der größte Unterstützer dieser Ausbildungsmission ist. 10.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten sind im vergangenen Jahr ausgebildet worden und 10.000 werden in diesem Jahr, in 2024, ausgebildet werden. Ich bin dem Herrn Verteidigungsminister sehr dankbar dafür, dass er mir und uns heute die Gelegenheit gegeben hat, uns einen eigenen Eindruck zu verschaffen von der Ausbildung, der Qualität der Ausbildung, die hier geleistet wird. Ich will ausdrücklich sagen, ich bin den Soldatinnen und Soldaten der Deutschen Bundeswehr, aber auch den Ausbildern aus privaten Unternehmen sehr dankbar für das Engagement, das sie hier in der Ausbildung zeigen. Und verehrter Herr Botschafter Makejew, Ihnen will ich auch an dieser Stelle und heute und gerade heute versichern, wir sind und bleiben an Ihrer Seite. Der Elefant II ist die neueste Generation militärischer Schwerlasttransporter in der Streitkräftebasis. Zusätzlich zur hier gezeigten ungeschützten Variante wurde er auch in einer geschützten Variante ausgeliefert. Er beeindruckt durch seine Größe und herausragende Leistungsdaten. Vollenterror transportiert werden. Mit seinen 20 Tonnen Seilwinden ist der Elefant II auch für die Bergung sehr gut geeignet. Im Gegensatz zum bereits vorgestellten Schwerlasttransporter Scania 70 Tonnen, der wendiger und daher besser für den zivilen Straßenverkehr geeignet ist, kann der Elefant II seine Stärken besonders beim Abschub von Schadgerät aus dem Einsatzraum des Heeres und der Zuführung zur Instandsetzung der Streitkräftebasis ausspielen. Damit der Elefant II unmittelbar zur Verfügung steht, muss er auftanken.
Dazu fährt nun von rechts ein geschützter Straßentankwagen 8x8 ein. Der STW verfügt über ein maximales Fassungsvermögen von 18.000 Litern und kann über einen 25 Liter langen Schlauch bis zu 130 Liter pro Minute abgeben. Damit kann zum Beispiel ein Kampfpanzer in etwa 7 Minuten und ein SLT in etwa 5 Minuten vollgetankt werden. Der STW kann entweder zur direkten Betankung von Fahrzeugen, wie hier dem Elefant 2, oder zur Betankung von Tankcontainern eingesetzt werden.